Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. In der letzten Folge wurden wir ja aus dem Knästchen entlassen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen anders auf. Ich habe ja sonst mit OBS einfach aufgenommen. Jetzt habe ich mir aber mal das OBS Studio Programm runtergeladen und damit ist es im Grunde genau das gleiche. Hat aber ein paar Vorteile. Ich kann jetzt 2 oder sogar 4 Audiospuren theoretisch aufnehmen. Soundspurception. Das Coole daran ist, dass ich mein Mikro extra sozusagen im Video aufnehmen kann. Das kann ich dann extrahieren und dann nochmal. Nein, halt die Fresse. Und dann kann ich das nämlich nochmal nachträglich bearbeiten, was ich ziemlich gut finde, weil manchmal der Sound war okay, glaube ich, sonst mit OBS, aber das ist so viel geiler, finde ich. Ich mag das, mein Sound nochmal ein bisschen lauter zu machen, weil ja, einfach so, keine Ahnung. Ich finde das besser, wenn man das nochmal nachbearbeiten kann, den Sound einen Ticken lauter machen kann, das Mikro, damit sich das auch auf jeden Fall abhebt vom Game-Sound. Damit der nämlich auch so laut sein kann, wie es nur irgendwie geht. Damit auch ihr irgendwas hört, ne? Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall mit dem guten Vito ein bisschen weitermachen. Tür öffnen natürlich. Sollen unseren alten Freund... Wo hat denn der nochmal gewohnt? Ich war schon lange nicht mehr hier, 6 Jahre. Du Land gewinnst. Bist du Fresse? Bist du auf die Fresse? Ich kann ihn nicht schlagen. Ach, Glück gehabt, Junge. Glück gehabt. Weißt du, was ich jetzt mache? Hier. Warte, hier. Ha, du stehst im Dunkeln. Jetzt guckst du blöd, ne? Ja, so ist das. So, hübsche Mütze. Hauen Sie ab, Mister. Die Schnauze. Ich guck mir gerade hier die Mütze an. Ja, was soll denn das? Frechheit, ey. Unglaublich. Unfucking glaublich. Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Ja, das ist klar, Mann. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Warum müssen wir dann Auto fahren? Und du weißt wohl nicht, was ich für Fahrräder fahre. Boah, die kosten schon ein paar Mark. So, das sind die neuen Autos, die es anscheinend... Boah, der sieht so gut aus, ne? Warum habe ich den eigentlich? Wo habe ich den her? Habe ich den geklaut? Ah, meine gute alte Karre, ne? Das ist jetzt eine neue, komm, wir nehmen mal den einfach. Was soll's. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und habe für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Kann doch nicht gut werden. Wir sehen, kein Schnee mehr, es sind ja auch 6 Jahre vergangen. Irgendwann muss ja auch mal Schnee schmelzen, nicht wahr? Und neue Autos, naja, das ist nicht ganz so neu. Die anderen, naja, gut. Musik hat sich natürlich verändert, der Kleidungsstil der Leute hat sich ein bisschen verändert. Das Leben im Allgemeinen nach 6 Jahren, kann schon viel ausmachen. 6 Jahre im Kittchen zu hocken. Jetzt arbeitet der gute
Joe auf jeden Fall für die Falcone-Familie, nachdem wir erfahren haben, dass sie uns da so ein bisschen übers Ohr gehauen haben. Da, die wollten ja $5,000 haben, damit wir in die Familie rein dürfen, was ja unüblich normalerweise ist oder nicht gemacht wird. Ja, und jetzt arbeiten wir mit denen. Wir werden auf jeden Fall, das Spiel hat ja eigentlich nicht sehr viel zu tun mit dem... Ah, das war knapp. Hat ja nicht sehr viel zu tun mit dem ersten Teil. Allerdings hat es doch eine sehr coole Parallele zu Teil 1. Die werden wir noch sehen. Ich werde das jetzt nicht verraten für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Und vielleicht den ersten Teil gesehen haben, das Ende vor allem, die letzten paar Folgen. Da gibt's so einen schönen... Das ist ja kein Easter Egg, das ist ja ganz offensichtlich. Es gibt halt eine schöne Parallele zum ersten Teil, finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich bin mal echt gespannt, wie das mit dem Aufnehmen hier funktioniert, mit den zwei Soundspuren und so. Ich will das einfach mal testen und Mafia 2 ist das erste Spiel, was ich jetzt richtig aufnehme. Ich habe es zwar schon ein bisschen so getestet, aber ganz kurz, aber das ist das erste Spiel, wo ich es wirklich, wirklich, wirklich mal in der ganzen Folge versuche. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ah, die Polizei. Aber das ist mir egal. Aber hat der nicht gesagt, das ist nur die Straße runter? Das ist doch nicht nur die Straße runter. Okay, hier ist es. Park irgendwo. Okay. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ja, läuft. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Hey, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Erste Sahne. Genau meine Kragenweite. Ja, Sahne ist immer toll. Also kommt drauf an, was für eine Sahne, aber... Jetzt kann man sehr viel falsch sagen. Das wäre nicht so gut. In welchem Stock ist denn unsere Wohnung? Achso, er hat ganz oben gesagt, oder? Ich habe ihm nicht zugehört. Weil... Einfach so. Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Alter. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wo hat er seine Hose? Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Yay! Erstmal. Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Das finde ich super. Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Alter, groß genug für zwei. Auch für drei. Auch für sechs. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. Alter, was ist das für eine Matratze? Also was sind das für Matratzen? Viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Mhm. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Boah, was für ein Zufall aber auch, ne? Zieh dir einen Anzug an. Moment. Anzug. Erstmal was zu essen und zu trinken nehmen. Zwitscheln wir erstmal ein Bierchen. Wir sind jetzt draußen. Gibt's hier irgendwie so... Oh, wir sind sofort, ey, sofort benommen. Ey, Tür kannst du auch mal zumachen, ne, Lutscher? Meine Fresse. So, wir sind hier ja in unserer Wohnung. Hat der Joey hier vielleicht ein kleines Magazin für mich hinterlegt? Ich finde ein bisschen doof, dass ich die Magazine, also die Playboy-Magazine auch nur in dem Kapitel immer sammeln kann. Ach, irgendwie blöd. Aber naja, was soll's. So, ne, brauche ich jetzt nicht schließen. Wo ziehe ich mich denn um? Hier, alles klar. So, ein Smoking sollen wir anziehen. Anzug und Brille. Boah, der sieht wie... Wir gucken mal kurz, was wir anziehen. Ah, das sieht doch schon hart gut aus, oder? Ich meine so, schwarzer Anzug und ein schwarzes Hemd. Ich meine, gut, das ist jetzt, ne? Aber ich meine, wir sind auch Vito Scaletta, der kann sowas tragen. Ihm steht's, auf jeden Fall. Oder so, halt mit weißem Hemd und so, das ist eigentlich auch, glaube ich, auch ganz cool. Ja, haben wir so, ne? Ein bisschen Akzente muss man ja doch mal setzen. Natürlich die Tür zumachen, abschließen brauchen wir nicht. Wer hier reinkommt, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Muss man ja auch ganz klar so sagen. Moment, was konnte ich da machen? Playboy! Ja gut, das muss ich jetzt nicht unbedingt zensieren. Kapitel 7, in Gedenken an F. Potenza, Playmate Nummer 17. Alles klar. Hat man da gerade das Datum gesehen? Oh mein Gott. Oh my fucking God. Ich glaube, man hat gerade das Datum gesehen, weil ich das aufnehme. Oh weia. Ja, an dem Tag, wo Mafia 2 gestartet ist, nehme ich das Ganze auf. Ja, ja. Was ist hier los? Steigen Sie bitte aus. Okay, und jetzt Abflug, bevor ich es mir anders überlege. Oh! Na weg da. Ich kann irgendwas machen. Oh, ich kann die Motorhaube öffnen. Guck mal hier. Geil. Boah.
Ach, geil, fette Maschine drin. So, ich steig mal mein Auto ein. Ist ja meins, ich darf ja. So. Bitte nicht bewegen jetzt, sonst. Alter, ihr habt doch gerade gesagt, nicht bewegen. Hör mal, hört ihr mir nicht zu oder was? Ohne Spaß, habt ihr extra ein Mikrofon hier. Boah, ne, die Leute immer, ey, die sind echt unglaublich einfach nur. Unfucking glaublich. Gibt es eigentlich neue Sachen, die man sich kaufen kann? Ich meine, jetzt sind. Haben wir eigentlich Geld? Nee. $200, unser ganzes Geld ist weg. Das ist doch scheiße. Hatten wir überhaupt Geld? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, 6 Jahre her, da vergisst man sowas schon mal. Ich weiß es nicht so genau. Aber es könnte schon sein, dass wir auch Geld hatten sogar. Ein bisschen mehr als $200. Aber spielt keine Rolle. Wir werden uns hocharbeiten. Jetzt halt doch mal die Schnauze mit dem Hotdog. Der verfolgt mich auch, der Typ. Wir werden uns wieder hocharbeiten. Wir werden wieder ein bisschen Cash bekommen. Das ist gar kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Ja, gut. Ich habe das Radio aus. Das hat keine Musik, ne? Lustigerweise war, auf der ersten Folge war, glaube ich, ein Claim drauf, also das bedeutet einfach, dass da Musik von Drittanbietern war, da habe ich einfach gesagt, nö, ich widerspreche dem Ganzen, dann war es weg und das zweite Video war sogar gesperrt, komplett, also für komplett, also Deutschland, ne? Es ist ja immer nur Deutschland, wo gesperrt wird, ich parke einfach hier, ist egal, ging aber dann auch wieder weg, was ich sehr gut finde, wie konnte ich nochmal rennen, nein! Ha! Weg! Warte, Moment. Wie mache ich die Waffe weg? Ah, also. Ich habe nichts gemacht, ich war es nicht. So kann ich rennen, alles klar. Ja, war komplett gesperrt, ist jetzt aber auch weg. Ich lasse das Radio trotzdem aus, weil mir das zu risikohaft ist. Ist ein bisschen blöd, weil es immer langweilig, wenn dann keine Musik da ist, ne? Aber was sollst du machen, ne? Es ist halt YouTube und YouTube ist YouTube. Beziehungsweise es ist ja nicht mal YouTube, es ist ja die Gamer, die scheiße ist. Aber da machst du halt leider nichts. So. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Deine Stöffchen steht dir. Danke. Der Lumpen, ey. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey Joe! Hey Eddie, läuft's denn so? Na bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir, Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Diese Synchronstimme? Hey Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und, hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe. Lass die Katze aus dem Sack. Hey, der stirbt ja fast vor Neugier. Wir sagen's ihm im Auto. Okay, fahr los, Vito. Okay. Vielleicht sagst du mir endlich, wohin. Richtung Oyster Bay. Die Stimme kommt mir aus One Piece bekannt vor, von Kagara. Ich bin mir nicht so sicher, aber es könnte sein. Was? In der Oyster Bay ist, Oyster verschwunden, scheiße. Was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Freiheit. Ja, und was noch? Ja, Alk, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseballspiel? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Keine Panik, Vito. Die Mädels dort verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das wird ein Heidenspaß. Habt ein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Boah, ganz ehrlich, das Spiel sieht, auch wenn schon recht alt ist, immer noch fantastisch aus irgendwie. Also nicht, dass es natürlich ist, heutzutage gibt es schon schönere Spiele, aber das sieht immer noch gut aus. Also finde ich zumindest.
muss ich sagen. Schon noch ein hübsches Spielchen. Jetzt kriegen die auch mal rot, ich will hier weiter, weil die werden mich sowieso versuchen, gleich abzudrängen, weil ich will ja geradeaus weiterfahren. Ach, am Arsch. Nein, halt, stopp, LKW. Jetzt bin ich dran. So, wo müssen wir denn hin? Oh, ist ja noch ein Stückchen. Das ist ja noch ein ganz schönes Stückchen, dann gehen wir mal schön lecker im Puff, ne? Und dann ist gut. All you can eat machen wir da. Ein bisschen anders, aber so ungefähr machen wir das. Ich hätte gern auch blinken können. Kann ich auch blinken? Lass mich blinken, bitte. Bitte. Ich darf nicht. Wir drehen die Kamera mal ein bisschen im Kreis. Das macht Spaß, das macht Laune. Ich dachte, der ist gerade losgefahren, aber nein. Boah, die Ampelschaltung, ne? Ist ja. Hier geht doch. Alter Junge! Hab keine Zeit jetzt für den Scheiß, ohne Witz, ne? Ach, hier, alter Opa, weißt du, läuft da mit 0,3 km/h über die Straße, was soll denn das? Ne, hier, soll ich parken oder was? So. Also ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja... Oh ja. Weil ich... Ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und... Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh. Oh, okay. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Natürlich. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon. Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Ah, hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Ich schalte dir ab, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Du tut mir leid, Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Die verdammte Klappe. Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe! Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten! Wollte der nicht noch irgendwas machen? Wo zum Teufel ist mein Auto? Weg. Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gebechert. Ja, das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Wenn ich mal einsteigen langsam. Schon geil. Danke. Gut, dann fahren wir zu Joe zurück. Warum eigentlich zu Joe? Ich meine, der wohnt doch nicht da. Mir hat dir der Laden gefallen, Vito.
Ist besser, als wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss, hä? Ach, das hat auch schon was für sich. Was stinkt denn hier so? Eddie, hast du gekotzt? Was? Ich kotze doch nicht in mein eigenes Auto. Was zum Teufel stinkt hier so? Ja, ich riech's auch. Leiche im Kofferraum das vielleicht? Das muss Frankie Port sein. Was? Der Arsch hat dir in den Wagen gekotzt? Ja, nein, er liegt im Kofferraum. Was? Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich hab noch einen Job zu erledigen. Aber du musst mich abfüllen. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? Hey, entspann dich, Vito, okay? Hey, Aspetta, wir lassen uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten Sternwarte gefunden. Hast du eine Schaufel? Klar, im Kofferraum. Das Loch ist schon ausgehoben. Wir müssen ihn nur reinschmeißen und zuschaufeln. Okay, wo ist das Loch? Außerhalb der Stadt, da gibt's einen Waldweg zu einer kleinen Lichtung. Da ist das Loch. Leg einen Zahn zu, ja? Gott, ich brauch frische Luft. Ups. Der verdammte Gestank hier hinten bringt mich noch um. Ja, ich mache schon. Aber es ist immer hier alles 40, das ist doch blöd, ey. Weißt du, ich will mal ein bisschen rasen, ein bisschen. Aber man sollte ja doch, vor allem jetzt, da ist eine Leiche drin, wir sollten vielleicht nicht unbedingt die Geschwindigkeit so krass übertreten. Ich könnte mir vorstellen, das wäre nicht so gut, wenn wir dann, naja. Was? Schnell! Ich muss kotzen! The base best beer. Scheiße. Boah, guck mal, wo er gekotzt hat. Wo kommt denn der ganze Mist? Master makes all the difference. Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass ich Kalamar gegessen habe. Verträgst keinen Schnaps, was? Ja, sowas muss man natürlich auch achten, mal eben anhalten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der kotzt sonst ins Auto oder so? Ich bin mir nicht so sicher, ich glaube schon. Boah, ey, fahrt doch mal. Echt mal, fahrt doch mal. Ey, jetzt bleib ich schon wieder stehen, da flippst du da aus. Nur wenn ein paar Leute kommen, dann Stoppschild ist. Meine Güte, das ist gelb, das heißt, fahrt weiter. Ja. Das bedeutet, das zeigt dir nur an, alle anderen müssen stehen bleiben. So ist das nämlich. Meine Güte, ey. Boah, ganz ehrlich, was ist denn hier los? Links vor rechts am Arsch. Immer wenn ich da stehe, darf ich fahren. Boah, das dauert mir gerade ein bisschen zu lange. Keine Zeit für so einen Scheiß, ja? Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen hier. So. So macht man das nämlich. Meine Fresse, du, da kriegst du da echt, ne? Platzt dir der Hut, ey. Die Straßen sind doch irgendwie anders. Ja gut, das kann jetzt auch einfach nur sein, weil der Schnee weg ist, dass die nur anders wirken, aber gar nicht anders sind. Weiß man nicht so genau. Hi! Jetzt kann ich rüberfahren. Stopp. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ach, doch, ist ja ganz nah dran. Ja, ist doch super. Hätte ich ja nicht. Nee, hätte ich nicht. Verdammt. Boah, das ist noch ganz schön weit weg, muss ich sagen. Aber ist egal. Ich mache das jetzt noch in der Folge. Oh, da war rote Ampel, egal. Ich fahre da jetzt noch schnell hin. Werde den mal verbuddeln, den Typen. Und dann. Ja, war's das. Dann muss ich ja noch in der nächsten Folge dann zurückfahren. Oder, nee, das mache ich nächste Folge. Also, das ist zu lang hier. Ich glaube, so viel haben wir auch gar nicht mehr vor uns. Weil wir sind ja schon quasi bei der Hälfte ungefähr des Spiels. Wir sind in Kapitel 7. 15 hat das ganze Spiel. Also. Ne? Haben schon einiges geschafft. Es sieht schon gut aus. So der Blick auf die Brücke. Und das ist schon hübsch. Das ist schon hübsch. So. Hier war der Arzt, ja. Hier war der Arzt, wo wir auch schon waren. Da haben wir den damals hingebracht. Noch weit? Ach ja, 2-3 Meter noch. Da kriegen wir schon hin.
Ich drücke mal ein bisschen auf die Tube, scheiß mal auf die Begrenzung jetzt. Okay. Dann nur mal kurz testen, wo die Bremsen hier nochmal sind, damit ich dann noch bremsen kann, falls Polizei kommt. Wie zum Beispiel da. Weil anhalten sollten sie uns nicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob die dann nicht auch in den Kofferraum gucken. Wenn sie das machen sollten, dann wäre das ziemlich blöd. Dann würden die nämlich herausfinden, oh, da ist eine Leiche drinne, das wäre nicht so cool. Würde ich mal behaupten wollen. Und deswegen, ne, machen wir das mal so, ist schon ganz gut. So, ja, wir sind ja gleich da, können wir auch anmachen. Schnauzer. Was steht hier überhaupt mitten rum, weißt du? Ich meine. Ach komm. Aussteigen, Tür aufmachen. Ich glaube, das wäre sogar gegangen, aber das ist mir jetzt zu anstrengend. Wir brausen einfach durch. Irgendjemand wird das schon wieder aufbauen. Ich bin mir ziemlich sicher. Gut, da wären wir. Vito, mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll, ganz toll. Oh, Scheiße, die neuen Schuhe. So eine Sauerei. Oh, Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Ach, erst ein paar Tage. Hol ihn allein raus, Vito. Ah, ist ja toll. Den Gestank ertrage ich nicht. Klasse Begrüßungsparty ist das. So ein Scheiß. Hey Jungs, hier ist das Loch. Genau hier. Schmeiß den rein. Der hat nur ein paar Tage nicht geduscht. Das war's. Geschafft. Okay, schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen? Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch keine große Hilfe. Okay, von mir aus. Hey Jungs, wie wär's mit ein bisschen Musik, hä? Ihr spinnt doch alle. Gute Nacht. Mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hatten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Aber so sind wir wenigstens an der frischen Luft. Ja, meinst du, das gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Ja, so kann man das auf jeden Fall machen. Jetzt müssen wir in Eddies Auto einsteigen, das machen wir auch in der nächsten Folge, denn ich bedanke mich jetzt bei euch. Hoffe, ihr seid natürlich in der nächsten Folge wieder mit dabei und würde sagen, bis dahin, haut rein!